Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan. Ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es um den Wettbewerb, den ich letztens ausgeschrieben habe. Wettbewerb zum Thema Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge. Und wir haben Gewinner. Die 10 Fotos mit den meisten Likes haben es in dieses Video geschafft. Und ich küre am Ende also die 3 Gewinner. Viel Spaß! Ich freue mich, dass so viele von euch bei diesem Wettbewerb mitgemacht haben. Wir hatten am Ende fast 500 Fotos, die daran teilgenommen haben. Und das macht mich natürlich sehr, sehr stolz. Wir haben jetzt gerade die Voting-Phase beendet und dadurch haben wir jetzt also die 10 Fotos mit den meisten Likes, die es jetzt in dieses Video geschafft haben. Und ich möchte, ähnlich wie beim letzten Wettbewerb auch, über diese 10 Fotos natürlich etwas reden, ein bisschen Kritik geben und ein paar Tipps geben und so weiter. Und dann am Ende sage ich natürlich, wer die 3 Gewinner sind. Denn die 3 Gewinner bekommen jeweils von mir ein Videotraining ihrer Wahl aus meinem Online-Shop. Und der erste Platz bekommt sogar noch sein Foto einmal ausgedruckt auf Alu-Bond von der Firma Whiteboard. Also, los geht's. Ganz wichtig, an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, es haben jetzt tatsächlich hier auch welche in die Endauswahl geschafft, die nicht unter den Top 10 auf meiner Webseite standen. Das hat einfach damit zu tun, dass ich am Anfang gesagt habe, pro Teilnehmer sind ja insgesamt 3 Fotos erlaubt, aber nur ein Foto, und zwar das beste Foto, schafft es jeweils in die Top 10. Also, es gab 2 oder 3 Leute, die mit 2 Fotos tatsächlich in die Top 10 gekommen sind, mit den meisten Likes. Die habe ich dann aber rausgenommen. Ich habe immer nur die Fotos genommen, die die meisten Likes bekommen haben. Und so sind 2 oder 3 Leute dann nachgerutscht. Ich möchte anfangen hier mit dem ersten Bild, was jetzt hier tatsächlich dann Platz 10 belegt hat. Das ist von Felix Heisig. Und das ist schon mal ein sehr, sehr tolles Foto, tolle Landschaftsaufnahme. Der Horizont liegt nicht in der Mitte, das ist schon mal sehr gut. Es ist eine Langzeitbelichtung, sieht man sehr gut an dem Wasser hier. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass du ein kleines bisschen weiter runter gehst mit der Kamera, damit du hier ein bisschen mehr Vordergrund noch drin hast. Also ich glaube, dass das Bild noch interessanter wäre, wenn du tatsächlich die Steine, die hier im Vordergrund sind, noch so ein bisschen mehr in das Bild mit reingehoben hättest. Aber das ist eine Vermutung. Ich weiß nicht genau, wie es da vor Ort aussah. Ich war selber noch nicht dort. Aber so insgesamt von der Komposition ist das super. Wie gesagt, ich hätte nur die Kamera wahrscheinlich etwas weiter runter gemacht. Platz 9, Marc Kruse. Auch ein sehr, sehr schönes Foto, wie ich finde. Hier passt das mit dem Vordergrund ein bisschen besser. Da ist die Kamera ein bisschen weiter Richtung Boden gegangen und dadurch haben wir hier sehr viel Vordergrund mit diesem Gras, was das Ganze auch richtig schön interessant macht. Ein bisschen schade, aber dafür kannst du selber gar nichts, ist, dass das Wasser hier nicht Richtung dem Leuchtturm geht, sondern dass es hier von links nach rechts geht. Ja, wenn es wirklich Richtung Leuchtturm gehen würde, dann wäre es eine richtig schöne führende Linie zum Leuchtturm hin, denn der Leuchtturm ist ja natürlich das, worauf es hier in dem Bild ankommt, mit dem Sonnenuntergang dahinter. Also da möchte man ja den Betrachter hinlenken. Das klappt auch ganz gut. Ich denke nur, dass es noch besser geklappt hätte, wenn das Wasser da irgendwie hinkommt. Vielleicht gibt es ja da irgendeine Komposition, wo das besser geklappt hätte, aber ansonsten ist es ein sehr, sehr schönes Foto. Platz Nummer 8 hat der David Rauch gemacht. Den kenne ich auch schon persönlich, der war nämlich schon mal auf meinem Workshop mit dabei. Also Glückwunsch auch an der Stelle von mir. Auch ein sehr schönes Bild. Hier haben wir genau das mit diesen führenden Linien. Wir haben also den Steg, der hier eine wirklich schöne führende Linie in das Bild reinbringt. Vorne haben wir dann den roten Klappstuhl. Das ist wirklich eine schöne Geschichte, weil dieser rote Klappstuhl, das ist natürlich so ein Blickfänger. Gemeinsam mit den Booten dann da im Vordergrund. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist der Fakt, dass wir hier tatsächlich ein bisschen viel Himmel drin haben, beziehungsweise dass der Horizont halt wirklich mittig im Bild liegt. Also da hätte man wahrscheinlich ein bisschen was von dem Himmel wegcutten können. Ich glaube, dass der gar nicht so interessant ist hier an der Stelle. Also ich hätte wahrscheinlich von dem Himmel hier einfach ein bisschen was runtergenommen, sodass wir den Horizont dann nicht mehr in der Mitte haben, sondern eher so auf 2/3 Linie. Dann haben wir als nächstes ein Foto von F. Bosbach oder Bosbach. Ich weiß leider nicht den Vornamen, weil, wie gesagt, das sind die Namen, die so in den Wettbewerb eingetragen wurden. Auch ein schönes Foto, mal was ganz anderes. Man fotografiert einfach mal einen Autospiegel und in dem Autospiegel ist die eigentliche Szene. Und das ist eine schöne Geschichte, weil wir tatsächlich auch mal ein Foto haben, was jetzt nicht so dieses klassische Landscape-Foto ist, sondern wir haben hier mal eine komplett neue Idee. Finde ich sehr, sehr gut. Auch hier, der Horizont liegt nicht in der Mitte, sondern ein bisschen weiter unten. Und wir haben einen wirklich schönen, dramatischen Himmel. Ich glaube, dass hier im Hintergrund noch so ein paar Autos fahren. Die hätte ich vielleicht weggemacht noch. Ja, das stört so ein bisschen die beiden Lichter hier von dem Auto. Ich weiß nicht genau, ob es ein Auto ist, aber ich glaube es. Das hätte ich wahrscheinlich noch so ein bisschen weggemacht. Genauso hier oben hätte ich diesen kleinen Farbplex, den hätte ich auch noch wegretuschiert, weil der so ein bisschen irritierend wirkt.
Aber ansonsten ist das ein super Foto. Dann auf Platz 6 die Claudia Barth. Auch ein schönes Foto. Mich stört hier an dieser Stelle nur so ein bisschen, dass wir ja nicht wirklich einen Vordergrund haben. Ich weiß nicht, ob du es vom Strand aus fotografiert hast oder ob du auf Wasser warst. Wobei ich schon vermute, dass du eher einen stabilen Boden unter den Füßen hattest, denn das Wasser sieht ja auch eher nach ein bisschen länger belichtet aus. Von daher, vielleicht hättest du dort noch irgendwas finden können, was du so ein bisschen in den Vordergrund packst. Denn das Schloss hier an sich liegt ja schon relativ weit weg. Es ist eingebettet hier schön in der Landschaft. Wir haben einen schönen Sonnenuntergang. Aber mir fehlt hier vorne irgendwie so ein bisschen was. Das Bild ist hier einfach komplett leer. Wir haben hier zwar eine relativ schöne Spiegelung drin, wobei durch das unruhige Wasser ist diese Spiegelung halt auch nicht wirklich klar, sondern es ist mehr so eine verwaschene Spiegelung. Wenn diese Spiegelung komplett klar gewesen wäre, wäre das wieder was komplett anderes gewesen. Aber so ist es halt, dass wir sehr viel leeren Vordergrund haben und da hätte ich mir hier einfach noch ein kleines Element gewünscht. Dann auf Platz 5 der Robert B., da weiß ich den Nachnamen nicht, nur Robert B., auch ein schönes Foto. Ich finde die Wolken hier ein bisschen zu dunkel, ja, die hätte ich vielleicht noch ein bisschen aufgehellt, weil normalerweise ganz so dunkle Wolken hat man dann doch nicht, aber das ist ja auch Geschmackssache. Also ich hätte so ein kleines bisschen mehr aufgehellt. Ansonsten vielleicht hier in den Steinen teilweise noch so ein bisschen mit Dodge and Burn arbeiten, dass man hier noch so ein bisschen interessantere Lichteffekte noch hinbekommt und vielleicht hätte ich das Ganze auch noch ein bisschen ins Wärmere gezogen, aber das weiß ich auch nicht ganz genau, wie das aussieht. Das sind so nur die ersten Gedanken. Ansonsten, der Horizont liegt nicht genau auf der Mitte, aber ja, relativ nah dran. Vielleicht hätte man hier noch ein bisschen was machen können, um den Horizont weiter nach unten oder weiter nach oben schieben zu können. In dem Fall, wie gesagt, besonders wichtig wäre mir hier, dass du vielleicht noch mal ein bisschen an die Wolken rangehst und die noch mal ein bisschen aufhältst. Auf Platz 4 der Bernd Metschke, ein Foto aus Dubai. Den Spot kenne ich selber auch sehr gut. Wer meine Fotos verfolgt, der weiß, dass ich auch schon ein paar Mal dort war. Dubai ist eine wirklich schöne Stadt. Da kann man eigentlich auch nicht so viel falsch machen. Ich hätte mir hier vielleicht vom Ausschnitt her das Ganze ein kleines bisschen weitwinkliger vorgestellt. Ansonsten gucke ich jetzt gerade mal, aber die vertikalen Linien von den Gebäuden sind alle schön gerade. Das ist besonders wichtig. So vom Gefühl her, ich weiß nicht, ob es technisch wirklich so ist, aber vom Gefühl her ist so eine kleine Wölbung noch drin hier in dem Gebäude. Aber da kann ich mich auch täuschen. Vielleicht ist das einfach nur eine optische Illusion. Ansonsten, schönes Bild. Ich hätte es vielleicht einen kleinen Tick, wirklich einen ganz kleinen Tick, heller gemacht in den Schatten. Aber ansonsten, wie gesagt, super Sache. Dann auf Platz 3, Dentos. Ein wirklich tolles Bild. Ich glaube, das sind die Lavendelfelder in Südfrankreich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich war ja selber gerade erst dort und habe die Lavendelfelder fotografiert. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass das wirklich ein absolut tolles Erlebnis ist. Und ich kann nur jedem empfehlen, mal Lavendelfelder fotografieren zu gehen. Man hat so viele tolle führende Linien da drin. Und man hat als Fotograf, das ist einfach nur, ja, wirklich ein Paradies. Hier in dem Fall gefällt mir das Bild schon relativ gut. Ich finde hier das Ganze ein bisschen zu dunkel im Himmel. Das Licht fällt hier von der Seite eigentlich noch relativ gut auf die Lavendelfelder, hier auf die Lavendelpflanzen. Aber hier auf der Seite finde ich es ein bisschen zu dunkel. Und was mir auch noch auffällt, ist, dass das Dach hier, glaube ich, relativ künstlich aufgehellt wurde. Berichtige mich, wenn es anders ist, aber es sieht irgendwie ein bisschen künstlich aus. Also das würde ich tatsächlich ein bisschen abdunkeln hier noch an der Stelle. Und genauso hier auch die Seite von dem Haus, die ja nun wirklich komplett weg von der Sonne zeigt, die müsste eigentlich mehr im Schatten liegen. Also das hier vorne mit dem Tor, das finde ich in Ordnung, aber hier das Dach sieht irgendwie ein bisschen zu hell aus und genauso die eine Seite hier von dem Haus, das ist auch eine Geschichte, da würde ich tatsächlich, also die linke Seite von dem Haus, die würde ich auch ein bisschen dunkler machen. Dann haben wir auf Platz 2 den Roland Kowalke. Auch ein schönes Bild. Für mich kippt das Bild hier aber tatsächlich etwas. Kann auch eine optische Illusion sein, aber ich glaube tatsächlich, dass hier der Horizont nicht ganz gerade ist. Aber berichtige mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube tatsächlich wirklich, dass es ein kleines bisschen nach rechts kippt. Das würde ich auf jeden Fall verbessern. Ansonsten haben wir hier einen schönen Vordergrund mit dem Boot. Wir haben hier auch noch die Steine im Vordergrund. Im Hintergrund haben wir die Berge. Also das ist alles wirklich schön. Ich hätte mir hier noch ein bisschen mehr Farbe in dem Himmel gewünscht. Ja, also das sieht ja auch hier schön nach dem Sonnenuntergang aus, aber den hätte ich noch ein bisschen mehr gesättigt und das Blau hätte ich ein bisschen entsättigt. Ja, also mir ist das hier alles ein bisschen zu blaustichig, auch die Berge da hinten sehen sehr bläulich aus. Da würde ich an deiner Stelle noch mal ein bisschen gucken, dass du mit den Farben noch mal ein bisschen spielst und wie gesagt, das Bild noch ein bisschen weiter nach links drehen. Und auf Platz 1 haben wir Sasa Djokic. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Tut mir leid, wenn ich euren Namen falsch ausspreche. Ist keine Absicht.
Auch ein schönes Bild. Wir haben hier relativ viel Unschärfe im Foto drin. Kann man so machen in der Landschaftsfotografie. Manchmal möchte man das. Oftmals macht man es dann aber doch eher so, dass alles scharf fotografiert ist. Da würde ich dir dann einfach auch noch einmal empfehlen, wenn du damit dich noch nicht beschäftigt hast, mal mit dem Focus-Stacking auseinanderzusetzen. Da kann man dann nämlich das erreichen, dass man wirklich das komplette Bild scharf bekommt. Ansonsten sind hier so ein paar kleine Sachen in dem Vordergrund, ja, die ein bisschen irritierend sind. Also hier gerade auf der linken Seite hier im Vordergrund, das finde ich, könnte man vielleicht noch ein bisschen rauskopieren, weil das viele kleine Elemente sind, die das Bild ja insgesamt so ein bisschen unruhig machen. Genauso finde ich, dass der Himmel hier oben ein bisschen zu doll abgedunkelt ist. Da ist die Vignette ein bisschen zu doll. Und hier ist die Sonne natürlich auch relativ stark ausgebrannt. Und man hat so leichte Halo-Effekte hier gerade um die Berge herum. Also das ist halt einfach alles ein bisschen zu doll bearbeitet. Insgesamt könnte für meinen Geschmack das Bild auch ein bisschen wärmer noch gestaltet werden. Aber das ist, wie gesagt, auch wirklich Geschmackssache. Also, das waren die 10 Bilder, die es in dieses Video geschafft haben. Und jetzt müssen wir natürlich noch gucken, dass wir hier unsere Gewinner bekannt geben. Auf Platz 3 haben wir Marc Kruse. Das ist ein Foto, was technisch wirklich sehr, sehr gut aussieht. Wie gesagt, wenn du da vielleicht noch eine andere Perspektive finden würdest, wo das Wasser mehr Richtung Leuchtturm noch fließt, aber es kann auch sein, dass das gar nicht vorhanden ist. Ansonsten ist das ein super Foto, schön fotografiert, wirklich auch die Helligkeiten stimmen überall. Und das ist wirklich ein Foto, was mir richtig gut gefällt. Von den Farben, von den Helligkeiten und von der Komposition her alles richtig gemacht. Also Glückwunsch für Platz 3 an den Marc. Auf Platz 2 haben wir den Roland Kowalke. Auch wenn ich gesagt habe, dass das ganze Bild ein bisschen kippt, aber das ist so, ja, so eine Sache, da sehe ich jetzt mal drüber hinweg. Ich würde es an deiner Stelle auf jeden Fall noch korrigieren. Aber an sich, das Bild insgesamt gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben ja eine sehr schöne Komposition. Das Boot im Vordergrund macht das Ganze wirklich zu einem Hingucker. Wir haben im Hintergrund noch ein paar schöne Berge. Wie gesagt, dreh das Bild noch ein bisschen und versuch das ganze Bild noch ein bisschen wärmer zu gestalten. Dann denke ich mal, ist es wirklich perfekt. Und auf Platz 1, und jetzt mit großer Spannung, ist Felix Heisig. Das Foto gefällt mir richtig gut. Das ist eine tolle Landschaftsaufnahme. Wir haben richtig tolle führende Linien hier drin. Wir packen das Ganze hier in den Bildmittelpunkt. Wir fahren hier also quasi mit dem Auge von links unten in die Mitte rein. Wir haben das Ganze hier mit einem natürlichen Rahmen auf der rechten Seite auch noch. Wir haben eine tolle Langzeitbelichtung. Das Wasser ist schön ruhig. Das ganze Bild ist sehr minimalistisch. Und das ist etwas, was mir persönlich immer sehr, sehr gut gefällt. Von daher, wir haben hier wenig Ablenkung in diesem Bild. Und das ist etwas, was mir ganz besonders gut gefällt. Also herzlichen Glückwunsch an Felix. Du hast hier Platz 1 gemacht und hast damit den Wettbewerb Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge gewonnen. Glückwunsch an die 3 Gewinner. Wie gesagt, Felix, du bekommst dein Foto ausgedruckt auf Alu-Dibon von der Firma Whitewall. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an die Firma Whitewall, die hier diesen Fotowettbewerb wieder unterstützt haben. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders drüber. Ansonsten, alle 3, schreibt mir mal eine kurze E-Mail und dann könnt ihr mir auch direkt sagen, welches Videotraining ihr aus meinem Online-Store haben wollt. Dann schalte ich euch das natürlich direkt zum Download frei. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, euch hat der ganze Wettbewerb Spaß gemacht. Wenn dem so ist, könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben und gebt auch gerne einen Daumen nach oben, falls ihr weitere Wettbewerbe auf diesem Kanal sehen wollt. Da freue ich mich natürlich ganz besonders drüber und ihr könnt auch gerne unten in die Kommentare schreiben, zu welchen Themen ihr da Vorschläge habt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.